Bowman, Nomad hier. Bin in Position und auf Empfang. Schlechte Neuigkeiten. Die Bodaks sind in diesem Gebiet überlegen. Sie werden von einem ehemaligen russischen Militärangehörigen beraten. Leider ist er ein taktisches Genie, das alle Angriffe der Outcasts vorhersehen und kontern kann. Sein Bündnis mit den Bodaks kann eigentlich nur Folgendes heißen. Entweder steckt Russland nicht dahinter, oder Russland tut alles, um keinen Verdacht zu erregen. Ihre Hauptaufgabe ist es, den Bodak-Berater zu fangen. Das würde den Outcasts erlauben, die Region einzunehmen. Wenn wir ihn haben, werden wir ihn ausquetschen. Er ist am Flughafen und wird schwer bewacht. Ein paar Destabilisierungseinsätze könnten helfen, die Bodaks ein bisschen durchzuschütteln. Einer der Einsätze besteht darin, den Drohnenschwarm zu deaktivieren. Dann können sie in dem Sektor fliegen. Sie könnten auch die Untergebenen des Beraters eliminieren, um seine Befehlskette zu stören. Und sie könnten natürlich die Geiseln befreien. Die Bodaks lassen ihren Frust gern an Unschuldigen aus. Wir sollten verhindern, dass sie in die Nähe von Zivilisten kommen. Und wir könnten Hilfe brauchen. Der Berater wird mir nicht entkommen. Out. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Breakpoint Operation Motherland. Ein paar Dinge vorab, und zwar zum einen bin ich immer noch etwas erkältet. Deshalb ja, entschuldigt gelegentliches Räuspern und falls ich es mal nicht schaffen sollte, mich zu muten, wenn ich niesen muss oder so. RIP Headphone-Users jetzt schon. Und zum anderen hörst du es vielleicht, es kann sein, dass es hier noch etwas hallt. Ich bin ja umgezogen, das ist jetzt alles soweit erledigt, aber ich habe die Schalldämmmatten noch nicht aufgehangen. Das mache ich dann so über die nächste Zeit, aber ich wollte jetzt unbedingt schon mal, dass es wieder auf dem Kanal wieder weitergeht, denn ja, so eine lange Pause ist nicht gut für den Kanal und außerdem will ich dich auch nicht so lange warten lassen. Gut, da das jetzt geklärt wäre, schauen wir mal, was wir hier haben. Erhöht Rebellenpräsenz, das ist eigentlich alles für unsere Region, also schauen wir mal, was am nächsten ist. Hier, Fliegen ist direkt da vorne, das ist außerhalb vom Bild, das ebenfalls. Dann starten wir doch mit den Drohnenschwarm-Hacken. Upsa. So, ich habe auch wie versprochen Fury deaktiviert. Und hab mir die Sanitäterklasse ausgewählt und spiele jetzt eine MP7. Bin so ein bisschen auf den Pseudo-Bundeswehr-Look gegangen. Jawohl. Das hört sich alles so seltsam an jetzt hier. Ich nehme jetzt hier gerade zum ersten Mal auf. Ich habe eben nur eine ganz, ganz kurze Testaufnahme gemacht. Das hört sich alles so, ja, es hallt sehr stark. Ich hoffe, dass es in der Aufnahme... Der hat ja kaum Bullet Drop auf die Distanz. Den habe ich nicht erwischt. Er hat überlebt? Oh, okay, gut. fängt ja gut an. Ah, ich muss mich erstmal in die Waffe einspielen und dann klappt das wieder. Hab ja noch keine Erfahrung mit der Waffe. Da hinten ist der. Oh, ich kann aber nicht sehen. Ja, fängt ja gut an. Ja, mach keine Sachen. Ja, ich habe schon gefühlt ewig ist kein Breakpoint mehr gespielt. Ich glaube 3 Wochen oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich die letzte Aufnahme gemacht habe, bevor ich umgezogen bin. Und ja. Schon besser. Ja, sehr viel besser. Bin auch kaum verwundet. Ja, mach das mal. Scharfschütze öffnet gleich das Feuer. Und natürlich. Wollte mich gerade hinlegen. Wollte gerade sagen, und natürlich habe ich Voice Attack wieder vergessen, aber ich meine, es ist nur Vasili. Der kann mich ja noch einmal wiederbeleben, dann ist vorbei. Was ist mit meinem Arm passiert? Dann ist vorbei. Vorausgesetzt natürlich, meine Klassentechnik ist nicht aufgeladen. So, kann ich mich jetzt erstmal hier verarzten? Da vorne müssen wir eigentlich gar nicht hin. Warum bin ich da hingelaufen? Vielleicht, weil ich die Waffe ausprobieren wollte. Wow. Zauberer Schuss. Granate!
Granate! Achtung! Daumen drücken. Ich sehe halt keinen in dem Feld, ne? Ich höre nur. Hallo? Ja, der hat eine insane Feuerrate. Bin ich verletzt noch? Nee, gut. Ah, ich glaube, wir laufen einfach mal weiter. Ich meine, da vorne müssen wir hin. Wenn da nirgends mehr ein Sniper ist, ist das ja kein Problem. Schön. Ich finde es nur schade, dass die dann halt einfach verschwinden. Wenn die so, keine Ahnung, 30 Meter von dem Ding weggeflogen sind. Diese Drohnen, die da rauskommen. So, bisher hatten wir immer Minen. Irgendwo, wo wir was deaktivieren konnten, glaube ich. Oh shit, hallo? Oh, wo, oh, das war ja klar. Das war ja klar. Nee! Oh shit. Oh. Dann ist die scheiß Waffe leer. Die Folge fängt ja gut an, aber ich bin halt ein bisschen raus. Ne? Muss mich erstmal wieder warm spielen. Aber das wird schon wieder. Keine Sorge. Ich fange jetzt übrigens auch erstmal nur mit Let's Plays an. Die Freitags-Tutorials lasse ich erstmal noch außen vor. Und ich mache jetzt auch erstmal nur ein Let's Play pro Woche. Also eins am Mittwoch jetzt immer. Erstmal, bis ich hier alles geregelt habe. Also in ein paar Wochen dürfte es dann nochmal normal weitergehen. Wobei es ja auch gar nicht mehr so viel Motherland-Kram gibt. Also Missionen sind jetzt noch 4 Regionen, diese hier, noch 2 andere, ein Totenschädel-Mission und dann noch die letzte Mission auf Golem Island und dann war es das ja. Meint ihr, das schaffen wir? Fast. Er hat gar nichts mitgekriegt. Ach, wir haben noch die Tarnung, gell? Ja, die Tarnung. Die habe ich ganz vergessen. Die kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Ist der wegen uns hier, oder? Nee, liegt nur vorbei. Guti. Oh nein, er sieht mich. Ich finde den Akzent so geil. Stierungswirksil. Ich kann übrigens nicht in diesem Zielbild-Fadenkreuz-Gedöns spielen. Ich muss immer den Kreis haben. Kann sein, dass das eine alte Quake-Krankheit ist, aber... Was? Ja, kann sein, dass es eine alte Quake-Krankheit ist mit dem Kreis, aber mit diesem Bild hier kann ich einfach nicht zielen. Ich weiß nicht warum. Ja, dann hacken wir mal, damit wir wieder fliegen können. Es gibt eine Schwachstelle in der Startvorrichtung. Ich muss das Drohnenprogramm mit einem Sentinel-Rechner umgehen, bevor sie das System neu starten können. Okay, wie viel Zeit haben wir? Ich habe nicht viel Zeit. Knapp 8 Minuten. Gut, 200 Meter. Brauche ich eure Minen? Ich weiß nicht, wo noch Minen sind, aber ich weiß, dass da hinten keine Minen waren, wo wir gelaufen sind. Natürlich. Ach, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, dass Kozak hier einsteigen kann. Und einfach losgefahren, hab ihn reinbeamen lassen. Wie gesagt, ich bin ein bisschen raus. Parken wir mal hier. Das Ding ist bestimmt bewacht.
Russland ist schwach. Ja, ja. Feindlicher Heli im Anflug. Wir müssen wieder. Hier ist alles sauber. Leider. Alles gut. Keine Vorkommnisse. Ich warte mal, bis der Heli weg ist. Ich hoffe, da ist sonst keiner mehr. Ja, ziemlich blöd, wenn doch. Gib Bescheid, wenn hier was verdächtig vorkommt. Gut. Wunderbar. Die Wolves haben was drauf. Oh, ja. Da hinten steht noch einer. Viel zu stolz. Das macht sie schwach. Typisch amerikanisch. Ich habe den Sammelpunkt des Schwarms umprogrammiert. Jetzt muss ich den Befehl für eine andere Startvorrichtung bestätigen. Und zwar schnell. Was bist du, der da selbst Gespräche führt, wie schwach die Wolves sind? Und mich nicht hört? Oh, guck mal, können wir mit dem hinfahren? Wo ist das überhaupt? Ganz da hinten. Oh, ja, ja. Gut, ich glaube, das Ding ist schnell genug, oder? Relativ langsam, ne? Steig wieder um in unseren. Habe ich schon wieder nicht auf Vasili gewartet. Jetzt aber. So, Vasili einsteigen. Bitte. Warum sind die Autos rückwärts so langsam? So, ab geht's. Wie viel Zeit haben wir noch? 5 Minuten. Das passt. Hab sie beide erwischt, nice. Wo fährt dieser Arsch denn hin? Ja, ja. Oh Gott. So ein GPS-System oder so wäre schon nice. Wobei ich das wahrscheinlich auch deaktiviert hätte. Wir haben noch 4 Minuten, fast 5 sogar. Schaffen wir easy. Machen wir mal hier hoch. Hallo Bambi. Ach, das ist ja noch ganz da hinten. Ich dachte, das wäre direkt hier. Cool wäre es, wenn dort direkt ein Heli stehen würde. Damit wir dann mit dem Heli direkt weiterfahren können. Fliegen können. Mal hier aufsteigen, nur zur Sicherheit. Ah, da ist ein Heli. Und Minen. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich höre, aber sehe nicht. Ist das da eine Mine? Könnte eine Mine sein. Kann ich mich hier an. Ne, war keine Mine. Oh Gott, alles piepst. Zack. So, der kommt bestimmt gleich. Oh, what? Was? Wo? What? Alter! Wollt ihr mich verarschen? Was los? Was los? Was passiert hier? Er rollt sich da runter, beamt sich wieder hoch, rollt sich auf der anderen Seite runter. Mein Gott. Ja, Vasili, könntest du vielleicht da, den da zuerst? Nein, nicht mich. Ich fall doch direkt wieder um. Ich kann's wieder los. Meine Güte. Wie viel Zeit? 2 Minuten. Gut, das passt noch. Oh, böse verletzt. Das waren die letzten beiden Bandagen. Oder? Haben wir noch? Habe ich bestimmt irgendwo aufgesammelt. Ich habe mich doch eben schon mal verbunden. Ach, danach bin ich ja gestorben, stimmt. So, einmal hacken.
und dann können wir fliegen. Wunderbar. Es sind auch nur 3 Missionen hier in der Region, das heißt, damit sollten wir eigentlich relativ schnell durch sein. Jetzt kann der Bodak-Berater ausgeflogen werden. Wunderbar. Dann schauen wir doch mal. Ach ja, die Region ist übrigens AG-Zell. Habe ich am Anfang nicht genannt. So, ja, ich zoome mal ein bisschen raus, damit wir auch sehen, wo war. Die Region ist ziemlich groß. Infinity und New Sterling. Das ist da drüben und das ist da drüben und da drüben. Gut, dann erstmal gezielte Tötungen und dann die Live-Hinrichtung. Ich hoffe, der Heli explodiert jetzt nicht beim Abheben. Das wäre ziemlich bitter. So, Snare. Links das. Okay. Gezielte Tötung. Was sind das wieder? Muss ich nur... Ja, ich muss nur Leute töten. Aber gut, das geht ja relativ... Normalerweise relativ fix. Vorausgesetzt, ich habe eine Waffe, mit der ich gut kann. So. Dann starten wir mal die Drohnenaufklärung. Wir haben hier 2 Snapper. Ich muss ihn ausschalten. Ist das der einzige? Ist der im Gefängnis? Oder ist hinten dran? Ist hinten dran, okay. Gut, wenn das der einzige ist. Let's go. Sniper machen wir ein bisschen Sorgen. Natürlich muss der gerade jetzt in dem Moment weggehen. Ich habe ihn erwischt, nice. Er hat einfach so eine krasse Feuerrate, der MP7. Aber nicht so krass wie eine Scorpion Evo oder eine... Wie heißt's? Ein Vektor. Boah, Minen. Das wird die Bodak-Kommunikation behindern. Gut. Das waren die. Und wieder zurück zum Heli. Ich hoffe, der Sniper hat mich nicht gesehen. Gut, und auf zum nächsten. Beim nächsten sind es dann 2 Ziele. Ja, was sie, die kommen. Ach stimmt, die Sniper habe ich doch beide erledigt. Mein Gott. Ja, steig ein! Es fühlt sich ein bisschen an wie wieder nach Hause kommen. Nicht so stark wie bei Wildlands, wenn ich Wildlands spiele, aber doch schon ein gutes Stück. Ich habe so viel Breakpoint gespielt. Mittlerweile sogar mehr als Wildlands. Wenn ich jetzt dagegen knalle, dann verzeih ich mir das nie. Ich hab's geschafft. Nice. Bei Wildlands habe ich das immer gemacht, aber da habe ich auch die klassische Steuerung angehabt, mit der ich mich mit der Maus umgucken konnte. Und hier kann ich mit der Maus ja nur lenken. Aufpassen, dass der Heli nicht schrottet. Brauche ich noch. Die Tarnungen, war unnötig. So, dann schauen wir erstmal. So, kein Sniper. Da ist ein Sniper und ein Ziel. Okay. Wo ist der nächste Freund mit Feldmütze? Bist du einer? Nee. Da hinten. Okay, gut. Drohne hat's erkannt. Ja, so langsam komme ich rein. Oh, hallo.
Niemand wird ihn vermissen. Ja, weil er so dumm ist, um einen Leiter zu benutzen. Ja, ja, suche. Macht einfach einen Chiemsee auf dem Ziel am Boden. Gib nicht so an. Die gegnerische Befehlskette wurde gestört. Nice. Und keiner hat was mitgekriegt. Prima. Kann ich ja schon mal direkt die nächste Mission anpinnen. Und zwar Live-Hinrichtung. Finden und befreien Sie alle Geiseln, ohne gesehen zu werden. So gut wie das jetzt hier geklappt hat, mache ich mir da eigentlich keine Sorgen. Schön. Ganz easy. Ganz smooth. Im Gegensatz zum Anfang. Der Anfang war ein bisschen broken. So, wohin? Da hin. Wie viel Kilometer? 4? 3? 2? 2,9. Also, war ich mit 3 ganz gut. Ja, ja, Feindkontakt. Nur weil ich ein bisschen tief fliege, bin ich doch kein Feind. Oh shit, oh shit. Ich will den Heli nicht schrotten. Jetzt weint das Teil. Weil ich mit einer Kufe am Stein hängen geblieben bin. Oh, okay. Da landen wir irgendwo oben, dann können wir vielleicht mit dem Fallschirm reinspringen. Vielleicht, vielleicht auch nicht, wir werden sehen. Auf jeden Fall brauche ich Überblick. Ich dachte, der Bug sei gefixt, dass man beim Heli aussteigen weggeschoben wird. Der war ganz am Anfang mal drin. Die Geiseln werden als menschliche Schutzschilde benutzt, wenn die Rebellen angreifen. Ich darf mich nicht sehen lassen. Okay, dann haben wir hier eine Geisel. Ein bisschen Patrouille da hinten. Da ist eine Geisel. Die rote, blutige, die blutige Haare oder rote? Oh, braune Haare, das ist nur der Schein. Blutige Säcke. Wo ist die letzte Geisel? Da. Ah ja. Okay. Gut, wir wissen von den alten oder von den anderen Geiselbefreiungsmissionen noch, dass wir eigentlich nur die Geiselwächter töten müssen, damit die Geiseln sicher sind. Ja, rutsch doch gerade ganz runter. Okay, Vasili, übernimmst du mal den Sniper-Kollegen da hinten? Zähl erfasst, bin bereit. Gut, ich bin hier bereit. Feuer! Ich heize mit alle erwischt. Solide Arbeit. Scheiße mit alle erwischt, genau. Weißt du was? Tot? Jetzt ist er tot. Krieg ich den anderen auch von hier? Ja, den krieg ich von hier. Bam! Nice. Dann hole ich mal den Heli wieder. Ja, ist egal. Ist egal, dass die wissen, dass wir hier sind, weil... Die Leute, die sich für die Geiseln zuständig fühlen, sind schon alle tot. Ja komm, da kannst du hoch. Ach mein Gott. Lade ich mal nochmal nach, zur Sicherheit. Das sieht nicht gut aus. Ja, ja. Interessant.
Oh nein, wer hat die Granate geworfen? Wer war das? Vasili, warst du das? Bin ich verletzt schon wieder? Ich habe eh keine Bandagen mehr, also von daher ist es eigentlich egal. Aber ich bin nicht weiter verletzt. Gut. Was, Sivi? Übernimmst du den? Den da! Wir haben Gesellschaft! Die müssen hier sein! Oh, Tarnemann! Oh, shit! Nicht gut! Nicht gut! Schmeckt mir gar nicht gut! Vasili, kannst du den vielleicht? Bevor du mich wiederbelebst, bitte? Nein, Vasili, guck mal, der Gegner steht direkt da! Was machst du denn? Hä? Warum? Ich danke dir. Jetzt habe ich keine Bandagen mehr. Schlecht. Also gut. Behaltet alles im Blick. Vasili? Verstanden. Wechselposition. Bin schon verschwunden. Weg. Es ist wieder ruhig. Niemand verschwindet. Oh, das war's dann. Warum ist der da vorne einfach umgefallen? Der gibt halt einfach gar keinen Sinn. Genau. Kann ich mich eigentlich noch rollen, wenn ich so verletzt bin? Nein. Ich nicht. Was seht ihr denn da oben, bitte? Ich kann auch keine Spritze mehr benutzen. Oh. Gut. Feuer! Alles klar. Tarnungspunkte. Yay. Ich kann keine Kiste öffnen. Ja, sorry, aber dann muss ich leider jetzt hier Bandagen craften. Das geht gar nicht. Also ich meine, langsam vorankommen. Oh, gerade noch ein paar Spritzen. Langsam vorankommen ist eine Sache. Aber keine Spritzen bekommen. Keine Spritzen bekommen. Keine. Keine Tarnungspunkte aufsammeln können, ist wieder eine andere Geschichte. So, gut. Tarnung aus. Tarnungspunkte einsammeln. 3600 brauchen wir für die nächste Stufe. Wie viel haben wir jetzt? 2,7, also noch 900. Oh, die kann eigentlich noch hier bleiben. Wir müssen ja erst da oben die holen. Ich laufe hier ziemlich kopflos rum dafür, dass da noch Gegner sind. Ne? Jo. Hab nichts gesagt, ne? Okay, zwei Gegner. Wenn sie kommen, schaltet sie aus. Ja, komm. Komm. Ich warte auf dich. Mein Gott. Wieder nicht. Hat er eben Pech gehabt. I know where you are. Schön für dich. Doch nur einer. Ich denke, das war's. Ich denke, das war's. Hallo, Strähnchenfrau. Oh mein Gott, dass ich immer erst auf die zielen muss, damit es klappt. Wir müssen los. Hier lang. Ich komme. Oh Gott. Diese Russen. Die wollten mich kalt machen. Alles gut. Sie sind bald in Sicherheit. Ganz normales Zivilistenverhalten. Mein Gott, die wollten mich kalt machen. So ganz, ganz gut chillt. Nein, nicht die Waffe. Oh, nee, geht das wieder los. Befrei die Frau, Mann. Wir müssen hier weg. Da lang. Vielen, vielen Dank.
Gerne. Vielen, vielen gerne. Hallo, der Herr. Folgen Sie mir. So, hier runter. Danke. Die Bodaks wollten uns umbringen, um alle ihre Gegner abzuschrecken. Ja, weil es ist ja so eine heroische Tat, Zivilisten zu töten. Die Spezialeinheitszivilisten. Das war nicht gut. Ja. Schade. Schade um den Heli. Bin ich schon wieder verletzt. Gut, Zivilisten haben es alle überlebt. Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Sie haben mich gerettet. Danke. Männer, Frauen, Kinder. Diesen Monstern ist egal, wen sie töten. Danken Sie den Outcasts. Ich hätte es nicht geschafft, wenn Sie Sentinel und die Bodaks nicht beschäftigen würden. Vielleicht schließe ich mich Ihnen an und überzeuge meine Kollegen, dasselbe zu tun. Nice. So, erstmal wieder Bandagenkraft. Ja, durch diesen Heli-Absturz sind wir jetzt leider doch wieder verletzt. Ich könnte ja auch einfach die Anzahl der Bandagen erhöhen, aber wäre ja zu einfach dann. Aber eigentlich könnte ich nach jedem Einsatz neue Bandagen machen. Das könnte ich eigentlich tun. Sodass wir jede Mission dann quasi frisch beginnen. So, jetzt geht's aber erstmal weiter mit der letzten oder der Hauptmissionsreihe hier. Ergreifung des Beraters. Befreien und eskortieren Sie die VIP. Irgendwo am Flughafen. Ach ja, genau, stimmt. Das hat Bowman ja gesagt. Jetzt haben wir halt leider kein Heli mehr. Das ist ein bisschen doof. 4 Kilometer im Auto. Ja. Gibt's hier vielleicht irgendwo eine Basis, in der ein Heli stehen könnte? Da ist ein Heli. An der Klinik. Also runter und links halten. Dann hinten dran. Okay, hoffen wir, dass da auch ein Heli steht. Wenn nicht, dann haben wir halt Pech gehabt. Wo ist denn runter? Geradeaus quasi. Okay. Ab geht's. Vassili? Ah, oh, schon drin. Verdammt. Miep, miep. Sind das Outcast oder böse? Outcast. Nur, das ist vorbei. Ich bin beinahe drüber gefahren. Da waren böse. So, einmal da mitten durch die Basis. Naja, wobei ist ja ein Tunnel. Und dann das nächste. Da müsste ein Heli sein. Das nächste, was kommt. Ist das das hier? Nein, ne? Nee. Orientierungsverlust. Doch, ich bin dran vorbeigefahren. Doch, da steht ein Heli. So, ich will nur den Heli klauen, mehr will ich gar nicht. Ich weiß, das sind noch 200 Tarnungspunkte, die wir gut gebrauchen könnten. Aber ich will eigentlich vor allem den Heli. Oh, schlecht. Wachen? Nein. Sehr gut. Haben wir wieder einen Heli. Leider wieder unbewaffnet. Naja, was soll auch ein bewaffneter Heli am Krankenhaus stehen? Oder an der Klinik?
Was müssen wir da machen? Einfach nur den Typ holen. Easy. Easy kriegen wir hin. Ich erinnere mich sogar ganz gut an diese Mission. Ich erinnere mich an viele Missionen ganz gut, weil ich die ja alle zwei oder dreimal, ich glaube zweimal gespielt habe. Ich habe es ja anderthalb Mal durchgespielt, Motherland, in der Testperiode. Ah, es ärgert mich so, dass ich damals nicht aufgenommen habe. Als alles noch so neu war und nicht so, boah, geil, ja, nice. Und ja, habe ich halt nicht aufgenommen. Und diese Begeisterung faken ist halt nicht so geil. Da ist das taktische Genie der Bordax. Jetzt muss ich ihn nur noch da rausholen. So, hier die parken wir mal da. Neben dem Parkplatz. Vorne haben wir einen Gegner. Ja, ziemlich gut, würde ich auch so sehen. Ja, wieder Vollauto. Nur zur Sicherheit. Ist das hier jetzt wirklich schon der markierte Berater? Vorne haben wir noch Tarnungspunkte, die würde ich gerade noch mitnehmen. Die liegen ja fast auf dem Weg. Was tun Sie hier? Was? Wer hat dann Leiche entdeckt? So geht das, Boss. Ups, hack. Ich hoffe, die sind jetzt nicht aufgeschreckt. Das wäre ziemlich doof. Wenn sie es wären. So, wo waren die Tarnungspunkte? Die waren hier irgendwo, ne? Vorne, glaube ich. Da sind sie. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Okay. Irgendwo ein Sniper, der uns gefährlich werden könnte. Komm, gib nicht so an. Ich weiß nicht, ob ich die erschießen soll. Doch, ich mach's. Ein Sniper irgendwo? Nein, sieht nicht so aus. Da sind nochmal ein paar getarnte. Bei dem Typen. Oh, hallo. Ziemlich gut. Schauen wir doch mal. Hey, das ist schlecht. Das da hinten ist auch schlecht. Den schnapp ich mir zuerst. So, und dann. Oh, und ein Minigunner. Dann würde ich sagen. Simultanisches Drohnen. Ja! Ich wollte schon sagen, ich mach's mit einer Blendgranate. Aber hey, simultanisches Drohnen gehen auch. So, jetzt muss ich mal gucken. Kriege ich denn somit als Simultanschuss markiert? Ja, nice. So, dann muss ich nur einmal in die Luft schießen. Oh, na, vielleicht muss ich doch nicht in die Luft schießen. Was sind die übernehmen den? Bin schussbereit. Vollkontakt! Sauber. Freundlicher Angriff! Oh shit, das hat jemand gehört. Amerikaner. Welche Spezialeinheit? CIA? Das geht sie nichts an. Wo ist das Auto? Oh nein. Heli kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Also, außer meinen, natürlich. Komm, geh da rein. Rein da. So.
Vasili, komm. Ans Geschütz, bitte. Schneller! Marsch, marsch! Schieß doch! Steig ein, meine ich. Mein Gott. Yeah! Lass mal den Heli einfach hier stehen. Ich meine... Okay, da ist ein bisschen was explodiert. Was soll's. Hallo! Müssen wir da hin? Querfeld ein oder? Nein, hier. Oh Gott sei Dank, ich dachte gerade schon, ich hätte es überfahren. Töte einfach 100 Leute in einer Folge, aber nein, das arme Reh. Aber so bin ich halt, bin ja kein Bootart, ne? Will keine Unschuldigen töten. Oh Gott! Das Ding hat einen längeren Bremsweg als ein LKW. Ich wollte so schön stylisch mit einer Handbremsdrehung, aber es hat nicht so gut geklappt. An Ihrer Stelle würde ich die Fragen beantworten. Wie werden Sie sich fühlen, wenn die USA im Namen Russlands angegriffen werden? Fenrich Arkinov wird etwas Großes vollbringen, das nicht ignoriert werden kann und den USA die Überlegenheit Russlands vor Augen führt. Wer ist Arkinov? Was zum Teufel hätte Russland davon? Warten Sie es ab. Packen Sie den Drecksack in den Heli. Wir kümmern uns darum. Dank Ihnen haben wir Kontrolle über die Region. Gut. Nice. Damit haben wir... Wie heißt die Region? Hab ich vergessen? Ja, auf jeden Fall haben wir sie erobert. Okay, sehr schön. Dass du mal Friedenskämpfer wirst? Gut, dann. Ja, ich hoffe, du hattest Spaß und dann freue ich mich, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen und ja, bis dann, mein Freund. Oh nein, der Funkspruch. Ich habe den Militärberater der Boraks gefangen. Sehr gut. Er hat den Outcasts das Leben schwer gemacht, aber der letzte Angriff war ein Erfolg. Wir haben die Region unter Kontrolle. Er sagte, Fenrich Arkinov habe vor, das US-Militär im Namen Russlands anzugreifen. Fjodor Arkinov ist ein russischer Ballistikexperte, der Befehle von weiter oben hat. Er könnte US-Schiffe angreifen, die vor Aurora stationiert sind. Aber das ergibt nur Sinn, wenn Russland einen Krieg anfangen will. Nomad, Sie müssen mehr über Arkinovs Mission herausfinden und wer dahinter steckt. Wird gemacht. Nomad out. Da habe ich den Funkspruch ganz vergessen. Ja, gut, jetzt aber. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.